Spannung, Action, Dynamik, Emotionen. Wettmöbel Baskets, jetzt live. Es ist mal wieder soweit. Heute spielen die Wettmöbel Paderborn Baskets gegen die UBC Tigers aus Hannover. Aber was erfreut Sie eigentlich am Basketball? Das ist ein flottes Spiel. Ja, ist flott. Macht Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn die Paderborner gewinnen, ist ganz klar. Meinen Sie, wie geht's aus? Ich weiß nicht. Also, letztes Mal waren wir hier, da haben sie gewonnen. Ich denke, es wird wieder klappen. Natürlich wird das der nächste Heimsieg werden, damit die Serie fortgesetzt wird. Warum kommen Sie zum Basketball? Wir sind noch nicht allzu lange hier. Wir haben das letzte Spiel von der Verliererserie gesehen und seitdem wir kommen, gewinnen die immer. Und das macht Spaß. Und deswegen kommen wir zum Basketball. Und Freunde haben uns überredet. Die haben uns mitgenommen und ja, jetzt sind wir immer hier. Was meinen Sie, wer gewinnt? Wir natürlich, ganz klar. Wir sind heute wieder hier, also wir gewinnen auch wieder. Tipp? Genau, mit Zahlen. Ich sag mal so irgendwas knapp über 90, 93 zu 82 für uns. Weil es einfach Spaß macht zuzugucken und ja, es ist einfach spannend. Was meinst du, wie geht's aus? Wir gewinnen mal wieder. Ich hoffe, dass die Baskets gewinnen, klar, deswegen komme ich hierher. Ich glaube aber, wenn wir genauso anfangen wie letztes Wochenende gegen Jena, wird es etwas schwieriger. Ja, ich denke, dass wir Basket, also wenn die Offensive so wie letztes Wochenende funktioniert, dass wir so mit 90, glaube ich, gewinnen. Also irgendwie so in den Kreis 90 zu 80. Also es wird ein knappes Spiel, denke ich. Pause 56 zu 40. Was sagen Sie bislang zum Spiel? Super, 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 super. Die Jungs machen es wirklich super gut. Ja, und ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und ich gehe davon aus, dass wir Hannover wegputzen. Schwäche ist nur im Bereich Rebound. Ja, aber sonst Stärke vorne sind wir sehr gut, denke ich mal. Und als Mannschaft spielen die Jungs auch zusammen super gut. Das ist ein sehr offensiv geprägtes Spiel. Also im ersten Viertel hatten wir so gut wie gar keine Verteidigungsleistung da. Ich denke mal, das Defensiv-Rebounding kann besser werden. Da haben wir noch ein paar Schwächen, aber insgesamt, wir können uns nicht beschweren, weil eben 16 Punkte Führung ist ja eine Ansage. Unsere Stärken sind, denke ich, dass wir sehr starke Individualspieler haben. Also unsere Amerikaner, die sind schwer auszurechnen. Zwischendurch streuen dann die Deutschen auch noch Sachen ein. Und wenn selbst unser Center schon einen Dreier trifft, dann ist die Berechenbarkeit einfach nicht mehr gegeben. Ich hoffe mal auf einen 100er und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass die Stimmung noch ein bisschen besser wird, weil für diesen Zwischenstand finde ich es doch noch arg ruhig heute. Was hast du bislang zum Spiel? Ja, ich würde sagen Layup-Contest, ne? 56-40, guter Score. Jetzt fallen die Dinger rein, die letzte Woche in der ersten Halbzeit nicht gefallen sind. Und ich denke, unterhaltsames Spiel für die Zuschauer. Schwächen die Verteidigung, ganz klar. Am Anfang sind sie überhaupt nicht wach geworden in der Verteidigung. Da war es Olé-Defense, Spanisch. Und jetzt ist es halt ein bisschen angezogen und man sieht sofort 16 Punkte Vorsprung. So soll es eigentlich weitergehen. Soll ich ein Endergebnis tippen? Genau? Ja.
Ich sag mal, wir schaffen die 100 heute. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich denke, dass wir heute auf jeden Fall viel besser hätte spielen können, als wir es getan haben. Ich denke, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben, am Anfang den Gegner wirklich ernst zu nehmen und ihn so zu respektieren, wie wir vielleicht hätten machen sollen. Man hat es ja gerade gesehen, am Anfang war es noch eher enger. Ja? Wir haben die am Anfang viel scoren lassen, die haben viele Punkte gemacht im ersten Viertel. Zur Halbzeit waren wir, glaube ich, mit 16 vorne. Und ja, das ist ein Spiel, was wir, wenn man es wirklich ernsthaft durchspielt, mit 40 Punkten gewinnen können. Das war heute so ein bisschen unsere Schwäche, dass wir es vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Ich denke, das ist eine Sache, an der wir arbeiten müssen, aber am Ende des Tages ist es ein gewonnenes Spiel. Ne? Wir haben gewonnen und zwei Punkte sind drauf. Wir haben mit mehr als 10 gewonnen. Das war auch wichtig, weil die das Sim-Spiel mit 9 gewonnen hatten und sind deswegen, denke ich, im Soll geblieben. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, in den nächsten ein, zwei Wochen. Es ist ein bisschen schwer mit der Achillessehne, weil das eine schlechter durchblutete Sehne ist und es dauert bei jedem länger, bis es wieder zusammengewachsen ist, so ein kleiner Riss. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen geht. Es fühlt sich jetzt wieder besser an, es wird besser. Ich kann wieder anfangen, so kleine Laufübungen zu machen und so Sachen. Und es sollte nicht mehr allzu lange dauern, hoffe ich zumindest. Und ich muss sehr, sehr viel Konditionstraining, solche Sachen machen. Daher kann halt nur keine Sprung- und Sprintsachen sowas machen. Auf jeden Fall, ja, ein Stück. Ich denke, wir haben eine Mannschaft, die, wenn wir wirklich alle Puzzleteile zusammenbringen, haben wir 12 Leute in der Mannschaft, die jedes Spiel im Prinzip 20 Punkte oder im zweistelligen Bereich punkten können. Wir machen zu selten, denke ich. Aber von der Qualität her haben wir, wie gesagt, da lege ich meine Hand vor allem mit 12 Leute, die das könnten. Ich denke, deutlich gewonnen, 100 Punkte erzielt. Man könnte meinen, das ist alles gut. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Also zum Beispiel das Jena-Spiel, was oft kritisiert wurde letzte Woche, fand ich das bessere Spiel als das heutige. Ich denke, wir hätten das Spiel klarer gestalten können, vielleicht sogar müssen. Aber die Jungs haben es nicht immer so ernst genommen wie notwendig. Aber letztendlich haben sie genug getan, um zu gewinnen. Das war der 7. Heimsieg in Folge, also möchte ich das nicht alles negativ reden.
Ja, ich denke, wir haben zwischendrin dann gezeigt, was wir spielen können, haben besser, aggressiver verteidigt, schnell nach vorne gespielt. Eigentlich waren wir auf Kurs, ich sage jetzt mal 110 und mehr zu machen. Aber ja, auch das haben wir leider die letzten Wochen immer mal wieder gesehen. Die Jungs waren sich dann sicher, dann hat sich Draylen ein bisschen den Fuß verknickt. Ich denke, er war heute der stärkste Mann, nicht nur offensiv bei uns. Und ja, dann kam so ein bisschen Bruch rein und dann haben wir es, naja, ein bisschen ausklingen lassen, nicht mehr als nötig getan. Und deswegen hast du auch deine Wette verloren, weil ich denke, 30 Differenz, das hätte es durchaus sein können. Ich denke, die Jungs gehen teilweise schon ein bisschen auf Reserve. Wir haben ja sehr wenig Spieler, die fit sind aktuell. Kyle ist schon wieder ganz okay. Es war nur klar, wenn es nicht nötig ist, wird er heute noch nicht eingesetzt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich denke, nächste Woche wird er fit sein, hoffe ich. Bei Draylen und KJ, das kann passieren. Ich denke aber auch, das ist ein Zeichen der Konzentration. Am Ende war so ein bisschen die Konzentration weg und dann vertritt man sich auch mal den Fuß. Ist aber sicher nichts Schlimmeres. Wir wollen unbedingt gewinnen. Ich denke, das war eins der schwächsten Spiele, wenn nicht das schwächste bislang, das Heimspiel gegen Röndorf. Und es ist unsere Chance, positiv zu werden in unserem Record. Und gerade die Amis, für die ist das immer unheimlich wichtig. Wir haben 10-10, jetzt endlich mal positiv sein, also 11-10. Und dann die letzten Spiele aggressiv angehen. Und deswegen, wie gesagt, wir werden alles dafür tun, in Röndorf eine Revanche zu nehmen für das Hinspiel.